So, willkommen zurück. Wir sind wieder da bei unserem Fuel Generator hier und wollen mit der Programmierung loslegen. Also, ganz bisschen angefangen haben wir ja schon, aber nichts, was man wirklich Programmierung nennen könnte. Und wir müssen jetzt mal ein bisschen überlegen, was wir hier eigentlich machen wollen. Ja, der Fuel Generator, wann soll er laufen? Welche Bedingungen müssen herrschen? Und. Diese ganzen Sachen, die müssen wir uns errechnen. So ist das. Wie machen wir das? Und zwar, als allererstes, wann soll er laufen? Nun, er soll laufen, wenn der Akku, den wir haben, ne, unser Akku, Batterien da hinten, wenn die unter 20% fallen. Das ist bei uns ja momentan noch nicht der Fall, deswegen sagen wir, nicht unter 20%, sondern zum Beispiel unter 80 oder so. Bedeutet also, wir brauchen irgendwie einen Wert, der das auch festlegt. Machen wir uns ein Define für. Define min bat und den legen wir auf 0,80. Ja, so. Und dann soll er, ja, wie viel soll er dann produzieren? Er soll das produzieren, was noch benötigt wird. Das heißt, wenn diese Generatoren hier laufen, ja, die hier, deren Leistung steigt ja an, sinkt ab und so weiter. Und da hinten auch, das ist sehr variabel. Das heißt, unsere Power Production, hier, unsere Power Production, die ändert sich immer. Ja, wir haben jetzt aktuell eine Energieproduktion von 3,9, da nur 1,7. Das heißt, der Rest kommt über unsere Solarmodule. Ach, Solarmodule nicht, Blödsinn. Ich glaube, scheiße. Über unsere Windkrafträder. Ne? So. Das ist also unser Energieprodukt. Ah, sorry, habe mich gerade verschluckt. Ja, das ist also unsere Energieproduktion hier. Und die müssen wir halt ständig kontrollieren und anpassen. Gut, dann haben wir die Produktion des Generators selbst. Ne? Die ist hier mit inkludiert. Die können wir aber am Generator auch auslesen. Ne? Schauen wir mal hier. Power Generation. Ne? Die können wir auslesen. So, und das, was wir hier erzeugen, ne? Das hier, die Erzeugung und der Verbrauch, den kriegen wir hier. Die beiden sollen möglichst übereinstimmen. Ja, wir wollen hiermit ja nur erreichen, dass der Energiefluss, den wir haben, halt immer konstant ist. So, und wenn wir jetzt mehr Produktion haben, als wir verbrauchen, dann muss der ja gar nicht laufen. Ne? Das hätten wir, wenn wir das subtrahieren, haben wir einen negativen Wert. Gut, und das müssen wir jetzt erstmal erreichen. Wir müssen uns also erstmal die wichtigen Sachen kurz berechnen. Ist jetzt nicht so sonderlich schwer. Okay, als allererstes machen wir ein Load. Wir laden erst einmal, machen wir uns eine Funktion dafür, ein Load Data. Komm, wir machen uns mal ein Load Data. Load Data, JRA, JRL, Load Data. So. Wir laden erst einmal die Power Production, R Power Production. Die bekommen wir von D Power Prod Setting. Dann Load R Power Consumption, D Power Consumption Setting. Damit haben wir die Produktion und den Verbrauch, also Produktion und Verbrauch haben wir dann beides errechnet, geladen. Das müssen wir uns einmal, müssen wir uns einmal ausrechnen, wie viel wir dann an Differenz haben. Ja, wie nennen wir das? Power Diff R6. Hola, RA muss da bleiben. So. Wir brauchen ein Sub. R
Power Div. Also in Power Div schreiben wir rein, wie viel wir denn an Differenz haben. Und zwar unsere Produktion minus unseren Verbrauch, beziehungsweise unseren Verbrauch minus unsere Produktion. Wir wollen einen positiven Wert haben, wenn wir zu wenig Produktion haben. Also R Power Consumption minus R Power Production. Spielen wir das einfach mal durch. Ja, wir haben ja momentan eine Consumption von, ja, ich sage jetzt mal 27 Kilowatt. Ne? Das haben wir jetzt im Kopf, weil vorhin da am Sensor hatten wir 27 Kilowatt. Ich könnte jetzt hinlaufen und zeigen, dann seht ihr das, irgendwas zwischen 20 und 27. Und wir haben eine Produktion von 1, noch was. Das heißt, wir haben dann 26 Kilowatt, die uns fehlen würden. Das muss der hier ausgleichen können. Und deswegen subtrahieren wir das und das ist unsere Differenz. Die Differenz ist also positiv, damit soll er laufen. Das heißt, wir gehen jetzt bei, müssen als nächstes noch hier Abbruchkriterien machen. Das heißt, Branch, muss ich kurz überlegen, GT, ja, BGT, also springe, wenn größer als, und zwar, wenn die R Power, ach, die haben wir gar nicht, Moment, R Battery, habe ich die hier nicht als Variable? Battery Cap? Ne, habe ich nicht. Alias R Battery Cap, R7. Wenn die Battery Cap über Minbat ist, dann können wir direkt wieder zum Start springen. Ja? Weil dann soll er sowieso gar nichts machen, das ist alles völlig egal. Ab in Start. So. Dann müssen wir das natürlich noch laden. Dann machen wir hier drunter. LR Battery Cap D Battery Cap Setting. Damit laden wir dann also die Kapazität aus dem Reader hier oben, da. Damit haben wir das also auch. Das ist ein Abbruchkriterium. Ich mache hier nochmal was Neues. Ich will das auch nochmal umbenennen. So, so. Und das soll J and heißen. Warum ich das mache, das sehen wir dann noch. Okay, also wenn die Batteriekapazität, ne, die wir aktuell haben, größer, wir können auch BGE nehmen, geht auch, aber wenn die größer oder gleich der minimalen Kapazität ist, ne, von 80%, 0,8, dann soll er sowieso abbrechen, alles abschalten und fertig. Wenn jetzt L Battery, ne, Battery Cap sag ich schon, wenn jetzt R Power Diff, da haben wir kein LT, machen wir da 0, dann auch End, also wenn die Power Differenz kleiner als 0 ist, soll er auch abschalten. Warum, wieso, weshalb? Nun, wir haben Power-Differenz, wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben eine Stromproduktion von 30 Kilowatt. Also hier 30 und hier haben wir einen Verbrauch von 20 Kilowatt. Das heißt also 20 minus 30 sind minus 10. Wenn das also kleiner als 0 ist, soll er nichts machen, weil wir produzieren ja eh schon mehr, als wir brauchen. Wir wollen mit dem Ding nicht die Batterien laden, wir wollen mit dem Ding nur einen Ausgleich schaffen. Ne? Also da soll auch abgebrochen werden. J-End, was bedeutet J-End? Hier kommt alles Wichtige rein zum Abschalten des Ganzen. Also S, jetzt muss ich mal kurz gucken, den Generator haben wir
Aber die Pumpe nicht. Gut. Fuel Pump on 0. Können natürlich on machen. Wir können auch Setting machen. Ich mache mal alles mit Setting bei der Pumpe, damit ich die manuell an- und ausschalten kann. Dann SB. Da haben wir dann den Gas Gen on 0. Das heißt, mit J-End schalten wir das Ding immer aus. Komplett. So, wenn die beiden Sachen hier übersprungen werden und ihr keinen Jump in den J-End macht, dann sind wir schon mal safe. Wir dürfen arbeiten. Das ist gut. Jetzt ist die Frage, wie arbeiten wir? Als allererstes gehe ich hier mal bei und schalte ihn einfach an. Mehr nicht. Und stelle die Pumpe auf 0,1. Wirklich nur, um zu gucken, sind wir soweit schon mal richtig. Na, Schritt für Schritt vorarbeiten. Und das erste, was wir sehen, haben Fehler in Zeile 21. Das ist ja schon mal geil. Zeile 21. So, Power Prot Setting funktioniert nicht. Power Prot war D5. Jetzt gucken wir mal, was ist auf D5 drauf. Power CA Prot. Ach, Moment, das ist ja. Das ist ja der hier. Actual heißt das da. Okay, heißt es doch nicht. Dann war das Power Actual. Wie hieß denn das? Ja, Power Actual. Wer hätte es gedacht? Wow. So, Power Actual. Wieder draufschreiben, rausnehmen, reinstecken, anschalten. Ja, Fehler ist weg. Wunderbar. Was macht er hier? Nix macht er. Okay, wir haben jetzt hier einiges reingepumpt. Aber er tut nichts. Jetzt die Frage, warum? Was ist hier kaputt? Was funktioniert nicht? Er sollte ja was tun, weil eigentlich sollte hier keine 0,8 auftauchen und eigentlich sollte der Wert, den er errechnet... Ah, okay, es könnte gerade zu viel sein. Könnte zu viel sein. Wir gehen gucken. Ja, gut. Wir verbrauchen gerade 11 Kilowatt und er produziert über 16. Klar, dann macht er nichts. Ne? Logisch, das haben wir ihm ja gesagt, das soll er nichts tun. Was er aber auch tut, oder nicht tut, das ist eigentlich das Schlimme, er schaltet die Pumpe nicht auf 0. Das sollte er nämlich tun. Setting. Defuel Pump. Setting 0. Ja, da sollte er hinspringen und dann ja wieder in den J-Start. Das tut er nicht. Und das finde ich gerade nicht gut. Die Pumpe soll auf 0 gestellt werden. Warum? Das ist jetzt eine gute Frage. Warum? So, er springt hier rein. Sollte hier die Pumpe auf 0 stellen? Warum tut er das nicht? So, jetzt kommt das Debugging. SDB ist das Gehäuse. Setting. Machen wir 1. Geht er nicht rein? Weil er hier festhängt. Deswegen. Da haben wir es. Oder waren gerade 80 kW oder sowas? Jo.
geht in die Vollen. Okay. Ja, es lag hier dran, dass er da, er ging hier in den, in diese Funktion rein, wollte ins RA springen. Das RA-Register ist aber standardmäßig 0. Das heißt, er springt hier hin, springt wieder von hier, wieder dahin. Er ist also in der Endlosschleife gefangen, er macht nichts mehr. Okay. Das kam wieder weg. Brauchen wir nicht. So, er schaltet ein. Warum schaltet er ein? Ja, weil zwischenzeitlich entsprechend der... Oh, was haben wir da denn jetzt? Guckt mal, da ist 0. Unsere Kühlung hat mal richtig schön versagt. Wie gesagt, die war dumm, die war nicht intelligent. Und ja, das... war jetzt blöd. Der kann da wieder rein. Nee, warte. Speichern erst das neue Programm drauf. Dann nehmen wir uns nochmal die Kühlung. Ja, Themen-Switch. Wir nehmen uns nochmal die Kühlung vor. Bei der Kühlung müssen wir jetzt berücksichtigen die Temperatur. Nicht nur, sondern auch den Druck. Und... ja, wie machen wir das? Wir schauen nach. Wir machen das jetzt auch ganz dumm, ja. Also nicht wirklich gut und sollte man wirklich zum Testen machen und sonst sollte man es jetzt so nicht unbedingt verwenden. Nicht auf Dauer. Ja? Das ist nicht so geil. Wir schauen nach, ob der Druck unter 50 Kilopascal ist. Schreiben das in R15 rein. Und ne, wir schreiben das in R14. Machen jetzt ein Select. R14. R15. Ich bin total... das muss jetzt so ja natürlich auch nicht richtig, ne? Einen Überdruck können wir nicht kriegen. Ein Überdruck wäre nicht problematisch. Das funktioniert nicht, weil er nicht genug reinpumpen kann. Das limitieren die schon. Also ein Überdruckproblem haben wir nicht. Wir haben höchstens ein Unterdruckproblem. Das haben wir nämlich gerade. So, dann ziehe ich die nach unten und berechne die nochmal neu. Und sage select R15, wenn R... Moment, R15... Kurz überlegen, wie der R15-Befehl... Genau, in R15, in den ersten reinschreiben, vom zweiten vergleichen. Wenn der hier jetzt 1 ist, ne, also heißt, der ist unter 50, dann wird in R15 der nächste Wert reingeschrieben, also eine 1. Das heißt, egal was hier rauskommt, er überschreibt das. Und ansonsten nimmt er den Wert, der vorher hier schon definiert war. So. So, jetzt hat er nämlich nur die beiden hier angemacht. Jetzt kriegen wir wieder Druck rein in das Ganze. Bis 50 Kilopascal und dann sollten sie ausgehen. Der kann hier jetzt hin und her schalten, wie er lustig ist. Ich habe die Pumpe nicht an. Da passiert jetzt gerade gar nichts. So. 50 Kilopascal und er sollte theoretisch ausmachen. Tut er aber nicht. Warum? So, R15, Temperatur vergleichen, dann habe ich hier jetzt zum Beispiel, hier muss eine 0 rauskommen, ist ja klar, weil wir haben unter der Temperatur, da sieht man jetzt auch, dass er nicht weiter pumpt, obwohl die an sind.
Ja, wobei, Überdruck können wir doch haben, wenn es heiß wird. Schwierig. Okay. Aber warum schaltet er jetzt nicht ab? Wenn er... Wenn das unter... Wenn der Druck unter 50.000 ist, dann wird der 1. Wenn der hier 1 ist, dann soll er eine 1 hier reinschreiben. Ansonsten soll er R15 nehmen. R15 ist ja aber 0, weil die Temperatur kleiner ist. Also soll er eine 0 in R15 reinschreiben. Und dann macht er den AVN 1 und AVN 2 on auf R15, der ja aber hier auf 0 gesetzt werden sollte. Ja, kann man mir folgen? Ich weiß es nicht. Gut, Debug SDB Setting R15 erstmal. Gucken uns erstmal an, was für ein Wert R15 an der Position des Dings hat. Okay. Das ist schon mal in Ordnung. Dann gucken wir uns R14 an. Der hat eine 1, weil der Druck unter 50.000 liegt. Das kann aber nicht sein. Was hat Air Press für einen Wert? 101. Und ich wollte 50 haben. 50. Nicht 50 Megapascal. Das war mein blöder Denkfehler hier. Und dann klappt das auch mit dem Nachbarn. Ja, genau. So wollte ich das haben. Gut, wenn wir aber schon dabei sind. Ziehen wir das auch nach unten. Und jetzt müssen wir noch irgendwie gucken, dass wir für den AV-Out auch noch irgendwas machen, dass wenn jetzt der Druck zu hoch ist, ne, hier, wenn der Druck zu hoch ist, dann muss der Out ja an geworfen werden. Und ansonsten sind die das gleiche Phänomen wie R15. Ja, passt. Ja, einen Chip einsetzen, um zu beschreiben zu können, wäre sinnvoll. Zack. So, wenn der Druck über 150 ist, dann sollte er loslegen. Okay, ich mache die Pumpe mal an. Pumpt die ganz langsam rein. Und die heizt jetzt den Raum auf. Ja, braucht jetzt natürlich ein bisschen, klar. Aber bei 150 müsste er jetzt auch gleich anfangen, das Ganze abzupumpen. Ansonsten fliegen uns ja irgendwann die Scheiben weg. 141, 143, nochmal. Jo, jetzt pumpt er ab. Das heißt, er zieht jetzt erstmal den Dreck, also das Ganze hier raus, bis eine entsprechende Temperatur erreicht ist, weil sich das Gas aufgrund der Hitze sehr ausdehnt. So, der andere Chip startet die Maschine hier immer wieder neu. So, jetzt haben wir eine positive Temperatur. Wunderbar. Wenn die Temperatur über 50 ist, dann gehen sie alle an. Ja, genau so soll das laufen. Also wenn der im Betrieb ist, dann sollte es eigentlich so, wie es hier jetzt ist, einfach laufen und die anderen beiden sind dann so die Fehlerkorrektur. Okay. Ja, was bringt der jetzt? Ja. Ja, vielleicht so 10 kW, ne? Sowas um den Dreh, schätze ich mal, bringt er gerade. Aber alle Werte passen, also läuft.
Passt. Okay. Import drücken, nicht Export. Sehr gut. Wir drücken nochmal Import. Ist das auch weg? Okay. Ja, wir haben jetzt also den Generator einschalten können. Wir haben ein Fuel Setting gemacht. Jetzt ist noch die Sache, wir müssen irgendwie dieses Fuel automatisch berechnen. So, und wie kriegen wir das am sinnvollsten hin? Also, zunächst einmal muss man wissen, wie funktioniert der. Der funktioniert im Grunde mit der Anzahl an Moles, die reinkommen. Das heißt, wir geben dem eine gewisse Menge an Gas zum Füttern. Und aufgrund der Gasmenge, die er erhält, läuft er dann. So, wir haben hier jetzt aber einen Tank, der eine variable Menge an Gas haben kann. Ne, der ist ja nicht immer konstant. Nur wenn wir mal wirklich viel Gas haben, dann hat er sehr viel Gas, ansonsten hat er nicht so viel Gas. Okay, das ist die eine Sache. Heißt also, die Pumpe, und das wissen wir ja, irgendwas leerpumpen, wenn wir die auf 100 stellen, irgendwas leerpumpen, geht im Anfang unglaublich schnell, wird immer langsamer. Hängt ja mit dem Druck zusammen. Das heißt, wenn der Tank hier leer ist, muss das Rädchen höher gestellt werden, um die gleiche Menge an Strom zu produzieren. Ah, da geht's wieder los hier. Bam. So, heißt also, wir müssen das ausrechnen. Wir müssen also ausrechnen, wie hoch drehen wir dieses Rädchen hier. Und da müssen wir gucken, was wollen wir da eigentlich machen? Wie viel Mol pro Tick wollen wir eigentlich hier durchpumpen? Und dafür gibt es eine Formel, wie viel Mol pro Tick wir durchpumpen wollen. Das legen wir einfach fest. Nehme ich jetzt einfach eine Zahl, zum Beispiel 5 Mol oder so. Und dann rechnen wir aus hierüber, wie dieses Rad eingestellt werden muss, damit das entsprechend durchgepumpt wird. So, das müssen wir also ausrechnen. Dafür gibt es eine Formel. Und diese Formel müssen wir implementieren. Was haben wir zeitlich? 27. Könnten wir noch hinkriegen. So. So, die Formel ist P mal V ist gleich. Mal kurz nachdenken. Ich habe ein bisschen nicht gespielt hier. N mal R mal T war das. So. R ist ja die Konstante. Gaskonstante, T die Temperatur, N die Mols, V das Volumen, also das Stellrad sozusagen, und P ist der Druck. So, der Druck überhaupt kein Thema haben wir, Temperatur überhaupt kein Thema haben wir, R ist ja die Gaskonstante, die ändert sich sowieso nicht, haben wir also auch. Wissen wollen wir V und wir haben N zumindest ungefähr, wir können N bestimmen, ne? Das legen wir fest. N müssen wir aber grundsätzlich auch ausrechnen. Das heißt, wir müssen erstmal noch wissen, wie viel Power kommt eigentlich bei einem Mol raus oder bei zwei Mol oder was auch immer. Das müssen wir also auch irgendwie berechnen. Aber kein Thema. Können wir machen. So. Dim, dim, dim. Wir haben. Dazu stellen wir die Formel jetzt erstmal um. Das funktioniert eigentlich recht einfach. Und zwar können wir hier das V wollen wir hier behalten. Und wir wollen das P rüber, wollen wir weghaben. Das muss das auf die andere Seite. Das heißt, wir können hier einfach sagen, geteilt durch P. Ne? Und dann sieht die Formel so aus. Zack. Und schon haben wir es. Ja? Ist also nicht so sonderlich schwierig. Wir müssen aber noch ein paar Loads machen. Zunächst einmal R Fuel Temp. Heißt das Fuel Temp? Nö, Tank Temp. Okay. Tank Temp. D Fuel Tank Temperature. Und Tank Press Pressure. Und damit ich hier nicht ganz durcheinander bin mit den ganzen Sachen, dass es ein bisschen Ablauf hat, machen wir das mal so, ne, weil die Rechnung gehört ja zu den beiden Loads hier.
Okay, wir haben also den Druck, wir haben die Temperatur, wir haben das R, das N legen wir einfach fest. Dazu machen wir uns noch eine weitere Variable. R, wie nennen wir es? Moles per Tick, R8. Und dann machen wir jetzt die Rechnung fertig. Zunächst einmal sagen wir hier Mull, also multiplizieren. Wir wollen jetzt erstmal N mal R rechnen. Dazu nehme ich mir jetzt R15, das freies Register, als Rechenregister, als Zwischenregister. R15 und dann will ich N haben und N habe ich ja gerade oben hier festgelegt, ist R moles per Tick. Multipliziert mit der Gaskonstante, also Gascon. Und was ja auch ganz wichtig ist, moles per Tick müssen wir berechnen. Das muss also irgendwie eine Zahl sein. Das heißt, als allererstes machen wir ein move moles per Tick und ich sag mal einfach 5. Einfach 5 moles per Tick. Ich habe keine Ahnung, was da an Strom rauskommt. Das werden wir noch sehen. So, moles per Tick haben wir. Und dann multiplizieren wir. Diese beiden haben wir multipliziert. Das multiplizieren wir jetzt nochmal mit der Temperatur. Also wieder in R15 reinschreiben. Und zwar R15. Ne, das ist ja das, was wir schon ausgerechnet haben. Das N mal R. Und das multiplizieren wir jetzt nochmal mit R Tank Temp. So, dann haben wir in R15 eigentlich komplett das hier drin stehen. Und dann dividieren wir nochmal R15 mit R15 durch R Tank Press, also durch den Druck. Und damit haben wir schon diese ganze Formel hier eigentlich fertig. Und dann können wir R15 hier drauf schreiben und fertig. Das war's schon. Ja, viel mehr ist das gar nicht. Also keine besonders schwierige Formel. Und damit errechnet er uns jetzt 2 Liter. Das heißt, um 5 Moles per Tick da durchzupumpen, rechnet er aus, braucht er hier 2 Liter. Wir können das mal genau ausgeben lassen, indem wir hier sagen SDB Setting R15. Das schreibt er hier wirklich auf das Rad. Die 1,63, das wird hier natürlich gerundet. Somit haben wir 2 Liter. So, das ist also das, was er jetzt hier machen würde. So, ich möchte aber wissen, wie viel Strom kommt denn da raus, wenn ich das mache. Deswegen kappe ich jetzt diese Leitung, damit ich hier 0 habe. Und ich die Produktion hier entsprechend ablesen kann. Also schalten wir ihn ein. Wir müssen abwarten, bis hier das funktioniert so gar nicht. Schon wieder auf 0 da hinten. War super. Und mit 5 Moles, das ist viel zu viel. So, wir verschenken jetzt ganz viel Strom, das ist auch nicht gut. Okay, das funktioniert gerade überhaupt nicht. 5 Moles waren auch viel zu viel. Wir müssen mal runter auf 1 Mol per Tick gehen. Und wir müssen uns hier mal die Power Consumption auslesen lassen. Das heißt, wir gehen hier jetzt bei Load R14. Machen wir nicht hier, machen wir woanders. Da können wir die R15 behalten. Load LB R15. Gas Gen. Und zwar Power Production. Nee,
Generation. Genau, Power Generation. Und zwar Summe. Ja, ist ja nur einer. Ist egal, was wir nehmen. Null. So, jetzt hat er hier natürlich unglaublich viel an Mols drin. Die muss jetzt erstmal alle aufbrauchen. Aber die Kühlung, damit bin ich noch nicht zufrieden. Damit muss ich. Ich hätte jetzt gehofft, dass das wenigstens reicht erstmal. Aber nee, dann müssen wir eine andere Programmierung machen. Die ist zu primitiv dafür. Das wird so nicht funktionieren. Gut, können wir uns aber jetzt nicht mehr drum kümmern. Wir lassen es jetzt erstmal eben laufen. Der soll mal das Ding hier leer machen. Hada. Wunderbar. Und hier läuft jetzt gerade gar nichts. Jetzt kümmern wir uns nochmal darum. Ganz kurz. Warum nicht? Wenn es kleiner ist als 5. Ja gut, weil hier. Ne? Mhm. Ah, die Programmierung ist zu primitiv dafür, absolut. Das müssen wir anders machen, das müssen wir anders steuern. Das funktioniert so nicht. Das müssen wir gleich umschreiben. Aber nicht mehr in dieser Folge. Wir kümmern uns in der nächsten Folge darum und dann machen wir weiter. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.